lasst uns mal kurz darüber reden. Was ist das? Kann man das essen? Wofür brauche ich das? Wann kommt's? Wie funktioniert das Ganze? New Commerce Experience, das ist die neue Plattform für Buchungen von Microsoft-Lizenzen. Also für die, die es noch nicht kennen, wir sind schon im NCE mittendrin. Es hat schon angefangen, es ist schon da, es ist live und man kann schon drauf buchen. Aber es gibt natürlich ein paar extra Daten, auf denen wir achten müssen. Zum Beispiel rund um NCE spezifisch. Am 10. März müssen alle neue Abonnemente, die man durch Microsoft bucht, auf den NCE-Modell sein. Das heißt es neue Tenants oder auch nur neue nachgebuchte Lizenzen auf Bestandstenants? Abonnemente, also Businesspläne, Lizenzpläne. Mhm. Wenn ich Abonnemente sage, meine ich Business Standard als Plan, also alle User auf diesem Plan innerhalb eines Tenants. Also einfach neue Lizenzen auf, egal ob neuem oder Bestandstenants, müssen ab 10. März dementsprechend Neue Lizenztypen. Mit anderen Worten, wenn du Business Standard schon in deinem Tenant hast, kannst du die Anzahl verändern. Hast du es noch nicht drin, hast du ab 10. März ein Problem. Korrekt. Bis dahin sind die Legacy-Pläne, also Legacy-Abonnemente, die jetzt auf CSP sind, immer noch gültig. Die Abonnemente haben ihre eigenen Datenfristen, also End-of-Life für Legacy. Das kann man innerhalb des Abonnements, innerhalb des Microsoft-Konto finden bei den Abonnementen. Es gibt ein Datum, wo es abläuft quasi. Das ist nicht die Abrechnungsdatum. Auf NCE verpflichtet man sich entweder auf einen jährlichen oder multijährlichen Vertrag, 12 oder 36 Monate. Und das heißt, wenn man 10 Lizenzen kauft auf NCE, muss man für 10 Lizenzen für den ganzen Jahresdauer zahlen. Man kann keine Downgrades machen während dieser Zeit. Man kriegt keine Kredite für Downgrades. 10 Lizenzen, 2 User gehen weg. Man hat immer noch 2 Lizenzen auf diesem Abonnement für den Rest des Jahres. Es gibt eine monatliche Option auf NCE, aber die kommt mit ein paar extra Prämien dazu. Also die monatliche Flexibilität wird 20% mehr kostenpflichtig sein, also 20% Zuschuss. Prämie klingt so positiv, aber das klang jetzt eher negativ. Genau, das Gleiche habe ich gerade auch noch. Ja, genau. Premium. Ja, genau, es kostet mehr. Es kostet 20% mehr. Ja, das heißt, dass man kann im Prinzip die zwei auf den gleichen Zeit laufen lassen. Also 10 Lizenzen auf einen jährlichen Vertrag auf Business Standard und vielleicht 2 auf einen monatlichen Vertrag, damit man Monat zu Monat wechseln kann. Ich sage jetzt mal, der Aufschrei ist ja groß bei dieser Änderung und so weiter. Ja, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, lieber Kunde, hier gibt es den Jahresvertrag mit den ähnlichen Konditionen, da müssen wir nochmal über die Preiserhöhung reden, die da vielleicht trotzdem noch versteckt ist, aber mit den ähnlichen Konditionen und möchtest du die Flexibilität haben, dann gibt es eben noch den Monatsvertrag, aber mit diesen 20% plus, genau, mit der Option kostet immer auf den Jahresvertrag zu wechseln. Genau. Und diese monatliche Option ist auch nur für die Modern Workplace-Lizenzen verfügbar. Der Knaller für viele war ja, jetzt wurde eine Preiserhöhung angekündigt letzten Sommer zum 1. März diesen Jahres. Und jetzt kam dann die Konfusion schlechthin, was dieses Thema New Commerce Experience angeht. Denn da war ja auch von mehr Preisen in Höhe von 20% die Rede. Aber das ist ja on top, korrekt? Das ist on top. Diese Preiserhöhungen sind in parallel zu NCE. Also sind sie nicht Teil von den NCE-Programmen, die basieren nur in dem gleichen Zeitraum. Microsoft hatte das schon lange vor. Das ist Cost of Business Adjustment, Innovation. Und man kriegt auch ein paar extra Dinge dazu in diese Lizenzen ab 1. März. Also die sind ab 1. März effektiv, diese Erhöhungen. Das NCE fängt an am 10. März offiziell für alle neue Abonnemente. Das heißt, man kann einen zweifachen Schlag kriegen. Also zuerst eine Preiserhöhung von einer dieser Lizenzen. Und wenn man auf monatlich bleibt, auf NCE, kriegt man auch 20% auf die neue Preise dazu. Ab 1. März haben alle Teams, Microsoft Teams Lizenzen, Nummer zum Einwählen ins Meeting. Also über 70 zollfreie Nummer, um in ein Microsoft Teams Meeting reinzuwählen von einem Telefon oder ein Handy. Audiokonferenz, also, hieß das. Audiokonferenz, genau. Wenn du jetzt da draußen bist und
hast einen Partner, der vielleicht finanziell ein bisschen wackelig dasteht und den hast du jetzt in so einem Jahresvertrag drin. Wenn der dir wegbricht, früher war es eben halt so, dass der auch die Lizenzen hatte, dann hast du eben halt Microsoft gesagt, da, der ist bankrott, den gibt es nicht mehr, zack, gekündigt. Heute ist das dann, oder mit dem Stand heute ist es eben halt so, dass ihr als MSPs diese Lizenzen haltet. Das heißt, der bricht dir mit 30 Lizenzen weg und du hast diese 30 Lizenzen jetzt für den Rest der Laufzeit an der Backe. Jetzt kann, da muss ich jetzt auf Nick sein Fachknow-how zurückgreifen. Ist es, und das ist jetzt eine Frage, die ich mir auch selber gestellt habe, ist es dann möglich, diese 30 Lizenzen zu nehmen und auf andere Partner zu übertragen? Also wenn ich da Lizenzen brauche oder ich boarde einen neuen on, kann ich dann diese Lizenzen nehmen? Leider nicht. Die sind an diesen Tenant gebunden. Und sogar wenn der Tenant total storniert ist, auch in Microsoft, Closed Tenant, alles löschen, sind die Lizenzen immer noch kostenpflichtig für die Rest des Jahreszeit. Jetzt, es kann sein und es wird wahrscheinlich so passieren, dass in den nächsten Monaten Microsoft rauskommt und sagt, okay, wir haben einen Weg, wir haben ein Formular, wir können das mit Support, okay, euer Kunde ist weg, er hatte einen Bankrott, musste ins Gericht gehen, alles ist kaputt. Wie können wir diese Lizenzen ein bisschen das Geld zurückbekommen? Es kommt. Es ist ein bewegendes Ziel. Die Incentives, die Gelder, die man von Microsoft kriegt, im Hintergrund durch den Verkauf von Microsoft, also alle Silber- und Goldpartner oder erststufige Partner kriegen Incentives von Microsoft für alle verkaufte Lizenzen, mindestens 3,5 oder 4%. Bis zu 20%, hängt davon, welche Lizenzen, Kombinationen es dort gibt. Es gibt auf den Benefits und Incentives Programm von Microsoft im Moment, diese läuft bis Dezember. Aber man kann jetzt schon, und das rate ich alle zu tun, die Incentives von Microsoft kriegen, sich für den NCE-Programm registrieren in euren Incentives-Bereich in Microsoft. Das heißt MCE. Und dann kriegt man auch gerade den ganzen Incentives, wenn man NCE verkauft. Wenn man jetzt NCE verkauft und man ist nicht auf diese Programme registriert, kriegt man kein Geld von Microsoft dafür. Es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, zumindest jetzt im Moment, von einem Vorteil zu profitieren, wenn ich den ganzen Umzug zu einem bestimmten Zeitpunkt mache, oder? Genau, und mit den NCE-Abonnementen gibt es zwei Sachen, die sehr relevant sind zu das. Also erstens, wenn man ein jährliches Abonnement einkauft, benutzt es den Preis von diesem Tag. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, man kriegt ein 5%iges Rabatt bis Ende März. Auch wahrscheinlich bis Ende Juni. Nick, nur an der Stelle nochmal. Also wir bekommen sozusagen eine Preisstabilität mit dem Vertrag mit. Ne? Also wenn wir einen Vertrag machen über 1 oder 3 Jahre, und das ist ja vielen Kunden auch wichtig und das übersehen wir vielleicht auch hin und wieder mal, dann mache ich eben auch einen Vertrag zu diesem Preis. Und wenn Microsoft in 2 Jahren den Vertrag oder ich sage mal die Preise verändert, dann haben sie noch die Preise von vor 2 Jahren. Ne? Also genau. Wenn man zum Beispiel, ein gutes Beispiel, um nicht nur Geld zu sparen, aber auch diesen Preiserhöhung oder Price Adjustment zu überspringen, ist vor den 1. März, wenn diese Preise erhöht werden, kann man auf den NCE auf jährliches Abonnemente umstellen. Das heißt, man benutzt die Preise, die jetzt man im System drin hat, für mindestens 1 Jahr oder 36 Monate. Und übrigens, das 36-Monate-Modell ist bis Ende April nicht verfügbar. Also Ende April wird das verfügbar sein durch Microsoft. Im Moment ist es nur jährlich, also 12 Monate. Aber man kann im Prinzip nicht nur den Preise für die Lizenzen vermeiden, Preise erhöhen, das ist meine, aber auch die 20% extra für die monatliche Flexibilität. Also es gibt einen Weg, wirklich ein bisschen zu sparen.